Ein Krypto-Projekt, bei dem es gar nicht darum geht, irgendeinen Token zu kaufen, der in 10, 20, 30 oder 50 X hinlegen kann, sondern vielmehr um die Diversifikation deines eigenen Portfolios mit Real-World-Assets, dem Ganzen auch noch gepaart mit der wahnsinnigen Möglichkeit, Steuern zu sparen und einem Ökosystem, welches auf einer der wichtigsten Layer 1 momentan gerade baut, und zwar auf Sei Network. Ich möchte euch heute im Video alles erzählen zu Jellyverse, wie ich mit dem Team zusammengekommen bin, was das Projekt so interessant macht und vor allen Dingen, welche Möglichkeiten sie auch für Investoren bietet, ohne irgendeinen Token zu kaufen und auf eine Gewinnerwartung zu hoffen. All das und noch viel, viel mehr direkt nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen in der Krypto-Familie. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und herzlich willkommen zu einer Projektvorstellung mal so ein bisschen der anderen Art. Und es geht gar nicht darum, welchen Coin man jetzt kaufen könnte, der vielleicht eine gute Gewinnerwartung mit sich bringt, sondern es geht darum, dass man sein eigenes Portfolio diversifiziert, vor allen Dingen aber auch das Kapital, was man eh in gehodelten Kryptos hat, vielleicht auch nochmal ein bisschen überdenkt und sagt, das könnte man vielleicht nochmal für sich arbeiten lassen. Denn das Geld, was auf der Wallet liegt, das ist Kapital, damit kann man noch was anderes machen. Und welche Möglichkeiten hier vielleicht auch Jellyverse für euch bieten könnte, möchte ich euch heute mal in dem Video ganz einfach zeigen. Denn ich kann euch eins versprechen, das Thema Synthetisieren von Aktien, Tokenisieren von beispielsweise auch Edelsteinen, also allgemein der RWA-Sektor, ist hier ein riesengroßes Thema. Und eins auch noch vorweg, die Idee, dass dieses gesamte Projekt auf eines der wichtigsten Newcomer Layer 1 gesetzt hat, hier im gesamten Space, welches ein Riesenproblem löst, und zwar auf Sei Network, ist einfach grandios. Ich habe mich mit dem Team selber auch schon getroffen. Die Videos dazu verlinke ich euch auch nochmal im Laufe des Videos. Und das Team selber ist auch auf mich herangetreten und hat gesagt, David, du bist einer der wenigen YouTuber hier im deutschen Krypto-Space, der sich intensiv mit Sei beschäftigt hat. Möchtest du dir bitte Jellyverse angucken? Und daher sind wir hier auch zusammengekommen. Ich muss sagen, ich bin wahnsinnig stolz, dass ich die Jungs in Stuttgart selber getroffen habe, mit den Jungs auch vor knapp 4 Monaten bereits schon mein erstes Telefonat geführt habe, um einfach mal zu schauen, wo die Reise bei Jellyverse selber hingeht, was die DAO damit zu tun hat, was Jelly Labs selber macht und. Also, ganz kurz zusammengefasst, heute gibt es eine Projektvorstellung mit allen Themen. Was sind die Tools von Jellyverse selber? Wie sind die Tokenomics? Wie ist die Token Allocation? Wo könnt ihr das Ding selber auch kaufen, lagern und vor allen Dingen auch, was könnte für euch an diesem Projekt interessant sein? Und ich stelle euch natürlich auch noch das Team vor, denn im Vergleich zu vielen anderen Projekten im Space haben wir hier mal ein komplett gedoxtes Team, was auch wahnsinnig angenehm ist. Ich würde sagen, wir starten einfach mal komplett rein. Jellyverse will als eine der wenigen DAOs, also dezentralisierte, autonome Organisationen, die DeFi-Plattform auf, wie schon gesagt, eine der wichtigsten neuen Layer 1 am Markt werden, und zwar auf Sei. Und wir sprechen hier nicht über ein Projekt, welches sich jetzt gerade vielleicht im Aufbau befindet, wo es vielleicht gerade Investoren gesucht werden oder irgendein ICO läuft, die noch kein Geld verdienen. Nein, wir sprechen hier über ein Projekt, was bereits komplett schon gelauncht ist, was eigene Produkte am Start hat und damit vor allen Dingen auch schon Geld verdient. Im Wesentlichen sind da 4 Tools für euch eigentlich interessant. Zum einen ist das erstmal die reine dezentralisierte Exchange, die direkt auf Jellyverse gebaut wurde, und diese ermöglicht dir tatsächlich irgendwie alles in alles zu swappen, was in dem Ökosystem vorhanden ist. Du siehst hier Stablecoins, du siehst einzelne Token, du siehst aber auch Sei selber, Wrapped Sei und Sei in Summe. Und das kannst du gegen den Jellyverse Token tauschen, aber auch gegen verschiedene Stablecoins, Wrapped Ethereum, Ethereum selber auch und diverse andere Coins. Sprich, eine dezentralisierte Exchange nach dem Vorbild von Oneinch, aber auch beispielsweise Rocket. Und dass diese DEXs wahnsinnig wichtig sind, zeige ich euch noch im Laufe des Videos. Und auch hier ist auch schon das erste wichtige Thema, denn hier werden Gebühren anfallen, die mit dem Jellyverse Token selbst bezahlt werden. Und wie wichtig das auch noch ist, zeige ich euch auch noch im Laufe des Videos. Also bleibt wirklich dran, es ist enorm spannend. Das zweite sind dann die jeweiligen Pools. Und zwar durch Liquidity Mining mit den Assets, die du eh hodelst, bekommst du, wenn du diese jeweils der DEX zur Verfügung stellst, also diese dann verleihst, eine relativ gute Rendite. Das kannst du über ganz normale Paare machen, wie man es auch aus anderen Beispielen kennt. Oder du suchst dir beispielsweise hier auch komplette Portfolios aus, wie dieses Beispiel hier mit USDC, USDT und auch FRAX, und kriegst hier wirklich, wenn du mal reinschaust, knapp 20% APY, was nicht von schlechten Eltern ist. Das ist eine der wirklich interessantesten Möglichkeiten, einfach das Geld, was man sowieso gerade rumliegen hat, also ich sage jetzt mal beispielsweise Ethereum, einfach wegzulocken und dafür noch zusätzlich Geld zu bekommen. Ähnlich wie bei der Bank. Du gibst dein Geld der Bank, dass sie damit weiterarbeiten darf, und bekommst dafür dann einen Zins, sodass der Zins hier halt deutlich besser aussieht, als du es bei der normalen Bank bekommst. Das andere wirklich interessante Thema ist das Jelly Stake, also ganz normaler Proof-of-Stake-Konsensmechanismus. Kennt man hier auch, kannst du ganz normal, wenn du dich mit deiner Wallet verbunden hast, hier deine Jellyverse-Token, die du vielleicht vorher gekauft hast, die du
kaufst in Form einer Gewinnerwartung, hier auch wegschließen. Wenn du beispielsweise hier, sagen wir mal, mit 10.000 Jellyverse Token reingehst und sagst, du möchtest das ganze Ding einfach für ein Jahr weglocken, hast du hier mal eben so ein APY von 17%. Und da komme ich auch gleich noch im Token Use Case dazu. Es gibt vor allen Dingen auch noch für die Jellyverse Staker zusätzlich Belohnungen in Form von den Gebühren. Wie gesagt, da kommen wir aber gleich dazu, denn das ist wirklich interessant. Unter anderem natürlich, da es ja eine DAO ist, hast du hiermit auch wieder Votingrechte, kannst du über Proposals abstimmen, selber auch welche einreichen und hast hier dann natürlich auch die Möglichkeit, an dem Ökosystem selbst zu partizipieren und vor allem auch mitzubestimmen. Das ist dem einen oder anderen natürlich auch noch wichtig. Und Leute, jetzt kommen wir wirklich zu dem interessantesten Thema, wo mich das Team komplett mitgecatcht hat. Das Thema Token von Assets bzw. Real-World-Assets. Und zwar ist das das J-Asset. Erstmal müsst ihr kurz verstehen, die J-Assets fungieren eigentlich als nichts anderes als synthetisierte Aktien. So, das hört sich jetzt erstmal super kompliziert an, ist aber relativ simpel. Stell dir vor, du hast 20 Ethereum weggelegt, hast die momentan gerade in deiner Wallet, hast die nicht im Staking, hast die nicht im Liquidity Mining, willst die einfach nur halten, weil du in den nächsten Jahren dir erhoffst, dass der Preis auf 15, 20, 50.000 Dollar geht. In der Zwischenzeit hättest du die Möglichkeit, diese Ethereum hier als Collateral, also als Sicherheit zu hinterlegen, damit dann eine Aktie zu minten und mit dieser Aktie, die dann als digitales Asset auf der Blockchain liegt, die direkt gekoppelt ist an den Preis der richtigen Tesla, Microsoft oder beispielsweise auch Apple-Aktie, dann von Gewinnen zu partizipieren. Und jetzt kommt das absolut Wilde daran. Und da müsst ihr wirklich zuhören, denn du bezahlst keine Abgeltungssteuer, wenn du das Ding nach über einem Jahr verkaufst, denn du bist im Crypto-Space. Das ist absolut wild. Jetzt stellt sich natürlich der ein oder andere die Frage, ja, das ist doch wahrscheinlich gar nicht legal. Leute, Ben selber hat auch im Interview hier oben rechts in der Infobox, ich verlinke euch auch mal die Zeitmarke, erklärt, warum das legal ist, warum das auch kein Problem ist und dass das Team das selber auch alles mit Anwälten hier in Deutschland, respektive Europa, komplett abgeklärt hat. Also, ihr merkt schon, das ist wirklich wild. Das nächste Thema, was gerade zu dem Tokenisieren von Assets jetzt dazugekommen ist, und ich muss ehrlich sagen, Glückwunsch an das Team, Glückwunsch vor allem auch an Bene, und zwar den Founder von Gold Swan Solution, die zusammen mit Jelly Labs selber im Jellyverse-Ökosystem arbeiten. Das Team hat hier sehr, sehr erfolgreich am 7. Oktober 2024 die ersten Real Gem Token im Testnetz gelauncht. Was jetzt aber der Real Gem Token mit dem Ökosystem zu tun hat und vor allen Dingen auch, was das mit Tokenisieren von Assets und den Edelsteinen an sich zu tun hat, soll euch Bene am besten selber mal erklären. Schaut euch das Video oben rechts einfach mal kurz in die Infobox rein. Da werdet ihr einen sehr stolzen Founder finden, der hier wirklich im Detail mal erklärt, was der physikalische Zwilling mit dem digitalen Zwilling zu tun hat, wie sie hier auch Edelsteine in Bruchstücke aufteilen und das somit auch natürlich Investoren die Möglichkeit geben, hier an einem Wachstumsmarkt zu partizipieren. Wie immer findet ihr natürlich alle Links unten in der Videobeschreibung, sprich schaut da selber auch nochmal rein, damit ihr euch selbst auch nochmal ein Bild macht. Lasst uns aber unbedingt mal zu den Tokenomics selber kommen, denn die sind gar nicht von schlechten Eltern. Der GLY-Token selbst ist natürlich auf dem Sein-Netzwerk gegründet worden, beziehungsweise gemintet worden. Das gesamte Ökosystem besteht aus 800 Millionen GLY-Token im Maximal-Supply. Momentan gerade sind knappe 10% im Circulating-Supply. Was man hier ganz klar sieht, ist eine Langzeit-Token-Distribution. Wir haben 54,7% alleine für die Rewards gelockt. Denn, ich komme gleich noch im Token-Use-Case dazu, wie wichtig das ist. Es gibt hier wirklich ganz, ganz große Anreize für die Halter selber, natürlich erstmal den GLY-Token wegzulocken, dafür dann natürlich ein APY zu bekommen und vor allen Dingen auch noch an den Gasgebühren von der DEX zu partizipieren. Denn nochmal, das, was Jellyverse hier auf Sei selber aufbaut, ist faktisch ein komplettes Ökosystem, was den Swap ermöglicht, das Wegschließen von Assets, aber vor allen Dingen auch nochmal das Tokenisieren von Assets. Und das ist einmalig, einzigartig und faktisch auf dem Netzwerk her noch gar nicht vorhanden. So, wir haben, wie gesagt, neben den knappen 45% für die Rewards für die nächsten Jahre und Jahrzehnte, knappe 11,3% für die Airdrops reserviert. Die werden jetzt auch in den nächsten Monaten noch kommen. Es gibt für die Poolparty 4,2%, sprich die Poolparty an sich selber ist nichts anderes als für Lounge-Events, um das gesamte Ökosystem bekannter zu machen. Marketing etwas über 3%, das Team hält knappe 3%. Jelly Lab selber, also sprich das Unternehmen hinter der DAO Jellyverse, hält knappe 7%. Die Advisor sind bei 1,3%, Partner mit 6,8% und die größeren Investoren, aber auch die, die beim ICO damals mitmachen,
durften, sind bei 9,1%. So viel auf jeden Fall erstmal zu der jeweiligen Token-Verteilung und den Tokenomics. Der Token-Use-Case an sich selber, muss ich ganz ehrlich sagen, hat das Team sich eine ganze Menge einfallen lassen, um einfach auch einen intrinsischen Wert für diesen Token selbst zu schaffen. Denn das ist wahnsinnig wichtig. Denn wenn man diesen Token kauft, hat man natürlich auch eine Gewinnerwartung daran. Man kann den Token kaufen in der Gewinnerwartung oder man kauft den Token einfach und sagt sich, ich möchte es gerne staken oder damit beispielsweise auch Liquidity-Paare erzeugen, um ein großes APY zu generieren. So, und dessen muss man sich halt einfach auch bewusst sein. Also erstmal, ihr wisst es ist der Staking-Einsatz und der Staking-Reward für den Token-Use-Case. Du benötigst den Token selber natürlich auch, um die jeweiligen Liquidity-Paare zu bilden fürs Liquidity-Mining. Unter anderem, und hier ist das Wichtige, alles das, was auf der DEX selber geswappt wird, beziehungsweise umgewandelt wird, das bedarf Gebühren. Sind zwar relativ kleine Gebühren, aber mit steigender Nutzung der Gebühren partizipieren ganz stark die Investoren, die hier beispielsweise Jellyverse Token gestaked haben. Sprich, wenn du hier einen Staking-Einsatz hast von, sagen wir mal, einem Jahr, partizipierst du zusätzlich auch noch an den Gasgebühren. Sprich, du bekommst einen kleinen Teil der Gasgebühren auch noch oben mit drauf. Das hat Ben selber, sprich einer der vier Co-Founder, auch in dem Interview ganz toll erklärt. Schau hier oben rechts auch nochmal rein und sieh einfach, wie großartig diese Idee ist. Denn das muss man wirklich, wirklich sich nochmal vor Augen halten. Es ist immer wichtig, bei einem solch neuen Projekt einfach mal zu schauen, wo ist der Nutzen des Tokens? Denn es bringt dir nichts, wenn du diesen Token einfach nur auf den Markt schmeißt und sagst, na, das kauft schon irgendjemand in der Hoffnung, dass es ein 10x macht und dann kauft es der Nächste, weil das Ding so schön gestiegen ist und bietet Exit-Liquidität. Nein, so funktioniert das nicht. Deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, ist das, was das Team sich hier einfallen lassen hat, gerade rund um den Token-Use-Case, meiner Meinung nach relativ einzigartig und habe ich so im Markt auch noch nicht gesehen. Wenn ihr ein vergleichbares Projekt habt, was das genauso abbildet, schreibt das gerne mal unten in die Kommentare rein, würde mich mal interessieren, was ihr dazu sagt. So, und jetzt kommen wir einfach mal ganz kurz im Schnelldurchlauf zu dem Team. Das Team selbst ist komplett gedoxt, finde ich super. Einer der vier Co-Founder ist Benjamin Rauch, ist auch tatsächlich das bekannteste Gesicht, was hier tatsächlich im gesamten Space auch unterwegs ist. Ich habe den guten Mann auch getroffen, zusammen mit dem Bene von Black Swan Solution. Bild blende ich euch auch mal ein, in Stuttgart letzten Monat. War ein mega geiles Treffen, tolles Interview mit euch beiden. Zweiter im Bunde ist Santiago. Der gute Mann hat selbst auch einen eigenen YouTube-Kanal auf Deutsch. Ich meine, er macht auch englischen Content. Props gehen hier raus. Mega geniale Erklärung, die du da machst. Schaut da unbedingt mal vorbei. Ich verlinke euch den Kanal auch unten oder hier oben rechts, wenn ich das noch hinkriege, dass ihr da selber auch nochmal reingucken könnt. Dritter im Bunde ist der Jovan, der selber ist CTO bei Jelly Labs, sprich dem Unternehmen hinter Jellyverse selber. Und der vierte im Bunde ist Lazar. Der gute Mann hier ist, wenn ich das richtig identifiziere, auch fürs Artwork unter anderem mit zuständig. Ein großes Team hier mit sehr, sehr viel Kapazitäten und vor allen Dingen auch mit sehr viel Know-how. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und Leute, was ich noch sehr, sehr gut finde, nochmal komplett gedoxt, sichtbar und nichts irgendwo hinter irgendwelchen KI-generierten Bildern. Finde ich angenehm, finde ich gut, macht Spaß und vor allen Dingen sorgt auch meiner Meinung nach dafür, dass man mal ein Bild zu den Leuten bekommt. Wo kannst du jetzt den Jellyverse-Token selber kaufen, wenn du ihn brauchst beziehungsweise das erste Mal handeln möchtest? Du kannst ihn natürlich selbst erstmal auf der DEX kaufen. Du kannst ihn beispielsweise gegen Sei tauschen. Das geht natürlich. Wenn du hier oben mal rauf guckst, verbindest du einfach deine Wallet mit der dezentralisierten Exchange und kannst dann swappen. Was du aber auch noch machen kannst, du kannst es ganz normal den Token auf Maxi kaufen. Link unten in der Videobeschreibung findest du, hast du einen Anmelde-Link, da kriegst du auch noch 0% Spotgebühren und unterstützt mich auch noch ein kleines bisschen, wenn du das möchtest, musst du aber tatsächlich nicht. Und wo lagerst du das Asset selber? Ich kann dir hier wirklich empfehlen, Rabi Wallet. Die funktioniert tipptopp, Mobile-Version geht auch ohne Probleme, besser ist aber tatsächlich Desktop-Version. Nutzt bitte nicht die Compass Wallet, denn die hat ein riesengroßes Problem, die spackt komplett rum und da werden euch die Token auch nicht angezeigt. Ja, mein lieben Freunde, Tokenisieren von Assets, aber vor allen Dingen auch Real-World-Assets und das Synthetisieren von Aktien. Hatten wir vor ein paar Tagen schon mal in einem anderen Projekt und ich muss euch ganz ehrlich sagen, das sieht für den einen oder anderen erstmal super kompliziert aus. Was muss ich machen? Wie kann ich mich anmelden? Etc. pp. Aber wenn du erstmal dahinter gestiegen bist und das Geld, was du sowieso für 1, 2, 3, 4, 5 Jahre weglegen möchtest, auch für deine Cold Wallet noch zusätzlich für die arbeiten lässt, ist das ein sinnvoller Aspekt, wie du zusätzlich noch ein gutes APY generieren kannst. Tja, meine lieben Freunde, hier seid auf jeden Fall ihr jetzt mal gefragt. Was sagt ihr zu dem Projekt selber? Was sagt ihr zum Team? Was sagt ihr zu der Idee? Und was sagt ihr vor allem auch zu den Produkten? Das ist wahnsinnig erfrischend, wenn man einfach mal ein Projekt hat, was A, erstmal das gesamte Team gedoxt hat und vor allen Dingen auch mit so einer, ich sag mal, sehr innovativen Idee um die Ecke kommt, um zusätzlich nochmal die Kohle, die man eh an der Seitenlinie liegen hat, geparkt hat, nochmal sinnvoll zu nutzen. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Wenn ihr Bock habt, dass ich mal ein eigenes Tutorial mache, wie man vielleicht die DEX nutzt oder wie man beispielsweise die Liquidity Pools nutzt oder wie man vielleicht auch
dann zukünftig, wenn es dann aus der Testversion raus ist, so einen Edelstein mitkauft. Lasst mich das gerne mal wissen, schreibt mir das mal unten in die Kommentare rein, dann würde ich da auch ganz gerne mal ein Tutorial zu machen. In dem Sinne, schön, dass ihr wieder so lange an meinem Video dran geblieben seid. Bin gespannt auf euer Feedback und wenn ihr es noch nicht habt, lasst gerne mal einfach so einen Kommentar da, liked das Video gerne und wenn ihr noch kein Abonnent seid, freue ich mich über euer Abo, damit ihr auch keines meiner zukünftigen Videos mehr verpasst. In dem Sinne, danke euch und ich habe dir mal hier und hier noch zwei andere Videos verlinkt, die für dich auf jeden Fall auch noch interessant sind. Danke dir. Ciao, ciao.